Jo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA Online. Und was wir heute machen, sind ein paar Autojobs. Leider habe ich gerade keine GTA's Horns. Kann ja sein, dass ihr welche hört. Ich höre gerade keine, leider. Falls ihr welche hört, dann hoffe ich, dass sie nicht zu laut sind. Wenn ja, dann werdet ihr sehen, dass dieses Video nicht hochgeladen wurde. Ich fahre mal ganz kurz. Also übrigens, also ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist. Hallo? Oh, ich hasse es, wenn dieses Ding so oben angezeigt wird, dann kann man einfach nicht die Spielerliste sehen jetzt. Okay, verdammt, jetzt geht. Nein, die sind einfach schon wieder geleftet. Was für Lappen, ey. Naja, es auf jeden Fall waren Yannick und Zoe hier drin in der Lobby. Also, ob Zoe hier drin ist, ja, die ist manchmal da, manchmal ist sie halt nicht da. Die spielt halt immer so ein bisschen. Was mache ich hier? Was zum. Oh, da wäre ich jetzt gestorben, ne? Das wird. Hallo. Ist gut. Ja. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Scheiße. Oh, da laufen wir einfach mal kurz schon zum Auto hin. Und ja, die waren hier gerade in der Lobby. Und die wollen anscheinend alleine sein. Ja. Mh. Wer weiß, was die so alles miteinander treiben. Ich fahre jetzt erstmal zu meiner Firma und dann machen wir ein paar Autojobs. Und es fängt schon wieder so ekelhaft an, so mini kleine Lags zu machen. Mini kleine Lags zu machen vor allem, ja. Mh. Mini kleine Lags zu haben? Keine Ahnung. Ich fahre jetzt zu meiner Firma mit Arbeit. Mach so wunderschön Osiris. Wie findet ihr den eigentlich? Der ist toll, ne? Wird durch. Upsala. Jetzt ist er nicht mehr so toll. Nee. Ich habe schöne leuchtend blaue Felgen. Mhm. Unsere Crewfarbe hier, unsere. Aus der Fischfamilie. Weil ich finde unser. Alter, was ist denn? Das ist doch gar nicht. Chill mal ein bisschen hier. Muss mal kurz was gucken. So, dann kann das hier weg. Dann kann der Ordner hier weg. So, jetzt sollte alles wieder. Jetzt habe ich mal ein bisschen was im Hintergrund geschlossen. Vielleicht hilft das ja. Aber es ist immer nur, wenn ich etwas schneller fahre. Oder? Vielleicht, wenn ich Licht anmache. Licht ausmache. Wenn ich irgendwo gegen crashe. Was? Okay. NPCs, was soll man dazu sagen? Ich hoffe, ich kann jetzt hier in Ruhe ein paar Autojobs machen und muss nicht immer irgendwie darauf achten, dass hier irgendjemand kommt und mich umbringt, weil es sind schon, sag ich mal so, relativ viele in der Lobby, ne? Ein paar auf jeden Fall. Naja. Wenn das nicht klappt, dann wechsle ich halt einfach die Lobby, ne? So, gehen wir mal hier rein. Und ich hoffe, ich krieg mal wieder einen Oberklassewagen, weil ich hatte in letzter Zeit irgendwie kaum welche. Mein Plan ist es, bis zu dem Geburtstag von Benedikt, der irgendwie, keine Ahnung, in den Ferien, nach den Ferien ist. Okay, in den Ferien geht wahrscheinlich nicht, weil Yannick da ein Praktikum noch macht. Und er muss das machen, um da angenommen zu werden, da wo er machen will. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, wo er macht. Keine Ahnung, ob ich das sagen darf, sagen soll, was weiß ich. Da muss ich ja nicht selber mal wieder in dem Video dabei sein. Vielleicht kommt ja demnächst irgendwann mal ein Bike-Video, man weiß ja nie. Aber apropos Ferien. In den Ferien mache ich meinen Führerschein für Motorrad und das heißt, da nehme ich wahrscheinlich auch die ersten Fahrstunden. Oh, klasse, endlich. Hole ich mir meinen Wagen kurz neu. Das juckt mich jetzt, dass er so zerschrabelt ist. Warum fragt ihr mich eigentlich immer, wie ich. Egal. Das, eigentlich geht sie das gar nichts an, ja, die Fragen, die sie mir immer stellt. Also zum Teil schon, ja, es ist meine Sekretärin, also, ne? Ja, eigentlich ganz nett. Ja, was ich sagen wollte, ich komme mal vom Thema ab. In den Ferien mache ich wahrscheinlich Führerschein. Oder was heißt wahrscheinlich? Ich mache den Führerschein da für ein Motorrad erstmal. Autoführerschein mache ich die Theorie mit, Praxis kann ich noch nicht machen, aber ich kann schon auf jeden Fall die Theorie machen und die Praxis für ein Motorrad, für ein Moped, bitte lass mich in Ruhe, danke. So, und, oh. Hat er gerade auf mich geschossen? Nein, hat er nicht, ich dachte, er hat auf mich geschossen. Komisch. Egal.
Und dann nehme ich euch auf jeden Fall auch noch mit. Ich wollte mit meinem Vater vorher nochmal zu Luis. Das ist hier. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwo anders ist. Ich denke mal, die gibt es auch noch. Ne. Der da von Jet. Klar, und ich mache einen Autojob. Easy. Den wollte ich nochmal zu Luis. Beziehungsweise hat er mir das angeboten, nochmal Motorradhelm und Oberteil und vielleicht, keine Ahnung, irgendwas anderes mal zu kaufen, was man dafür alles braucht. Weil ich brauche, denke ich, eigene Ausrüstung dafür, weil ich glaube nicht, dass die eher die vollgeschwitzten Sachen wieder zurücknehmen wollen. Und vor allem, dann habe ich schon welche und da brauche ich keine mehr kaufen und bla bla bla. Und da kann ich auch gleich meine zweite Helmkamera halt darunter anbringen. Wenn ich das darf. Also wenn ich frage mal, ob das möglich ist. Und dann kann ich eventuell ein paar Fahrstunden auf meinem ersten Motorrad fahren. Mal für euch mitfilmen. Alter. FPS Drops. Of the Doom. Was ist denn los? Es ist richtig schlimm gerade. Richtig schlimm. Liegt vielleicht daran, dass ich mit 60 FPS aufnehme. Was für Games schon ziemlich hart ist eigentlich. Okay, eigentlich geht das immer voll klar. Ich weiß nicht, was das ist. Eigentlich legt es nie. Auch nicht bei GTA und auch nicht, wenn ich aufnehme. Fuck. Das war nicht geplant. Ja, zeigt der Mittelfinger. Ach ja. Ich denke, das wird ganz witzig mit dem Führerschein. Ich frage mich echt, ob ich mich hinpacken werde bei den Fahrstunden. Das wäre so peinlich. Das würde gar nicht klar gehen. Aber es wird auf jeden Fall richtig witzig. Oh nein, ich glaube, ich weiß, was das für eine Kackmission ist. Ach du Scheiße. Ich habe dein Bedenken. Nur mal kurz eine kleine Abkürzung. Marsch fahre ich da jetzt den Bogen rum. Ja, du siehst da eh schon, ist jetzt eh schon ziemlich für den Arsch gerade schon wieder. Nehmen wir auch noch eine Abkürzung. So. Ich weiß nicht, wann. Was war das? Warum habe ich plötzlich gebremst? Ich weiß nicht, wann Yannick seinen Führerschein macht. Er meint im Sommer. Vielleicht, wenn er da noch aktiv ist auf dem Kanal. Aber ich denke mal, dass während der Ausbildung und sowas. Ich mache ein freiwilliges. Ja, hier bin ich ja schon. Ah, ne, da hinten erst. Ich mache ein freiwilliges, ja, es ist diese Kackmission. Ich mache ein freiwilliges lizenziertes Jahr und Yannick macht eine Ausbildung. Ja. Alter, ich hasse diese Mission. Das Ding ist, die Typen, die können so snipen, die haben nur Kackpistolen, ne? Das Ding ist, ich weiß nicht, wer was hier ist. Ich glaube, das ist ein Sicherheitsmann. Weil der genau das. Und das. Stirb. Bitte. Gleich. Sofort. Danke. Alter, guck, Leute. Ich war hinter dem Wagen. Die haben einfach so gesniped. Vor allem, die haben nur Pistolen. Ich möchte das mal anmerken, ja? Das von hier würde die mich locker flockig noch bekommen. Alter, der Typ lebt immer noch. Jetzt ist er dort. Ich will nicht so nah rangehen, weil ich dann weiß, dass sie mich noch besser bekommen würden. Okay, die sind tot. Ich weiß nicht, ob da noch mehr sind. Also auf der Karte werden gerade keine angezeigt, oder? Oder? Oh, doch. Irgendwo da hinten noch. Da. Noch mehr irgendwo? Ich fahre da lieber mit dem Auto hin. Bin ich ein bisschen geschützter. Zum Not brette ich den halt einfach um, wenn er noch da ist. Ach, das Auto, das wollte ich schon tausendmal klauen, aber ich habe es nie geschafft. Weil immer irgendein Spieler kam und mich getötet hat. Jedes Mal. Oder ich hatte diese Kack-Cargo-Bock-Mission, Alter. Die so viel. Ich habe die einmal geschafft. Ich weiß echt nicht wie. Und Boost! Hui. So ein alten Ultramar hier ist aber ganz schön flott, ne? Okay. Ja, guck, hier kommen jetzt wieder diese ganzen Feinde hier. Oh, das Ding ist, es sind zum Teil auch Helikopter. Die Helikopter, die kriegt man einfach nicht weg. Und die machen auch so viel Schaden. Die snipen halt genauso wie die anderen gerade. Und das sind Ultimer, der beschleunigen so scheiße.
In der einen Mission hatte ich das auch, da war ein NPC vor mir. Und ich konnte dem nicht ausweichen halt, weil das war halt so eine enge Straße und der war halt direkt vor mir. Und ich habe den halt die ganze Zeit Gas gegeben, aber der hat mich halt immer abgeblockt und ich war halt auch in diesem Auto hier und das beschleunigt schon an sich nicht schnell. Und da hatte ich diese Mission mit der Bombe und ich bin einfach explodiert, bevor ich auf 90 km/h beschleunigen konnte. Das war richtig traurig. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, der Hubschrauber wird mich töten. Aber guck mal, das hat jeder schon 3600, 700. Ich wette, wir schaffen es nicht unter... Guck mal, ich habe auch richtig low life bin ich jetzt schon. Ich wette, wir schaffen es nicht unter 10.000. Never. Wir sind ja jetzt schon bei fast 5.000. Das wäre auch ein Wunder, wenn ich dieses Auto mal in meine Garage bekommen würde. Das habe ich noch nicht und ich würde es sehr gerne haben, weil es einfach sehr nice ist. Einfach weil es so ein Oldtimer ist. Ich glaube, es gibt nur zwei Oldtimer. Den anderen Oldtimer habe ich schon. Zumindest laut Yannick gab es nur zwei Oldtimer. Ich habe mich da noch nicht erkundigt, was das angeht. Alter! Ich sehe da vorne schon Spieler. Nice! Hier muss er noch 4 Kilometer fahren. Okay, gerade geht's wieder. Ich habe übrigens auch noch letztens einen Modder getroffen. Das war sehr witzig. Der hat mir eine Freundschaftsanfrage auch geschickt. War auch sehr witzig. Oh, wieder hier, aber direkt einer steht. Oh, guck Leute, es passiert immer. Es ist wie so ein Fluch mit diesem Auto, ey. Das Ding ist, das Auto ist jetzt so weit da hinten, das kriege ich gar nicht mehr, ey. Ich kann auch höchstens versuchen, Mechaniker anzurufen, um mit dem Auto hinterher zu fahren. Komm, bitte los, 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 bitte. Achso, das wäre vielleicht doch nicht Janik anrufen, wenn ich das Handy öffnen. Ja, also es wurde zerstört. Okay. Ich meine noch, dieses Auto, es funktioniert mit diesem Auto nicht. Aber, Leute, ist mir egal. Ich mache da gleich vielleicht noch das Event mit. Und dann würde ich sagen, war es also mit der Folge, weil ich glaube, noch mehr hinten dran zu hängen wird langweilig. Ich habe es versucht, vielleicht, keine Ahnung, ich nehme die nächste Mission auch mal auf, mal sehen, was das Feine wird. Nett geparkt, würde ich mal sagen. Und dann, wir sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann schreibt bitte in die Kommentare, warum, damit wir wissen, was wir besser machen können. Beziehungsweise ich, Yannick, war bei diesem Video nicht dabei. Und Leute, wenn ihr wollt, dass Yannick endlich mal Fahrrad fährt mit mir und ja... Genau, Benedikt kann bestimmt auch mitfahren, aber der hat ein richtiges Kackfahrrad. Also der hat ein geiles Fahrrad, aber seine Bremsen sind ziemlich für den Arsch. Aber es ist immer sehr witzig. Ja, mal sehen, vielleicht kommt der auch mit. Wird er jetzt in den nächsten Tagen hoffentlich mal wieder ein bisschen wärmer. Ein bisschen sonniger. Der Sommer kommt jetzt und dann kommen sowieso, denke ich, wieder ein paar mehr Bike-Videos. Und bis dahin erstmal tschüss und danke fürs Zuschauen.